Jetzt drucken wir nur ganz sanft da die Reisnägel rein. Was da so locker ausgeschaut hat, das schaffen die Kinder oft nicht. Und dann müssen sie halt die letzten Millimeter da reinschlagen mit dem Hammer. Wichtig ist da gerade, dass sich die unteren zwei da überlappen. Zum Löten selber braucht man nicht wirklich viel. Etwas zum Abstützen vom Lötkolben. Den Lötkolben selber. Und das Lötzinn. Da sollte man schauen, dass man doch ein bleifreies hat. Manchmal sind so bleihältige Lötzinne noch mal da. Das ist nichts gut für die Kinder. Häufige Fehlerquelle ist auch, man steckt ihn nicht ein. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. 3-4 Minuten. Da gehen wir einen Kaffee machen. Das ist der Kaffee, aber weg von. Dann werde ich mal schauen, dass ich das so zeigen kann, dass man sieht, was man sehen soll. Ich möchte also jetzt das Lötzinn auf so einen Reisnagel da drauf kriegen. Und das funktioniert nur, wenn der Reisnagel heiß ist. Und zwar sehr heiß. So heiß, dass das Lötzinn von selber drauf schmilzt. Ich muss also mit der Lötspitze jetzt erst einmal da diesen Reisnagel erwärmen. Da zähle ich im Kopf so bis 5. Und da an die Grenze zwischen Reisnagel und Lötkolben fahre ich dann mit dem Lötzinn hin. Ja, und dann brauche ich es eigentlich nur mehr einmal so verstreichen. Fertig ist. 1, 2, 3, 4, 5. Das gleiche machen wir jetzt da bei der Solarzelle. Fertig. Im nächsten Schritt schnappen wir uns den Batteriehalter und kürzen diese Drähte da auf eine Länge von 60 mm. Die Resteln tun wir aber nicht wegschmeißen, die brauchen wir gleich noch. Weil die sollten wir kürzen auf eine Länge von ungefähr 85 oder 90. Und diese Enden, zwei habe ich da ja schon, aber die anderen, die muss ich noch abisolieren. Dazu schnappe ich mir ein Cuttermesser und tue ganz vorsichtig am Ende einritzen und dabei drehe ich das Kabel. Und schon habe ich da die Drahteln. Litzen heißen diese. Wenn da viele einzelne Drähte drin sind, sind das einzelne Litzen. Die verdrille ich da so. Das gleiche mache ich mit dem schwarzen. Und das gleiche mache ich mit den Enden da bei der Batterie. So, damit es leichter zum Handhaben ist,
tue jetzt diese Enden da verzinnen. Dann gehen nämlich diese kleinen Drahteln nicht mehr auseinander. Und die kann leichter damit arbeiten. Da reicht es völlig, wenn ich mir das mit dem Lötkolben niederhalte. Und das war's auch schon. Ein paar Sachen können wir jetzt da schon einmal einbauen, wie zum Beispiel den Schalter. Da ist die Richtung völlig wurscht. Der Batteriehalter, rot ist immer Plus. Den brauche ich auf der Seite, wo der Schalter ist. Wenn ich mit dem Batteriehalter da anfange, der hat da in der Mitte ein Loch. Und das kann ich ganz einfach da mit so einer Senkkopfschraube anschrauben. Wenn da jemand jammert, die geht aber nicht ganz rein, ja, die geht halt nicht ganz rein. Ist ja so. So, und wenn ich den Schalter jetzt da montieren möchte, dann tue ich von der Induktivität den Draht durch den Schalter durchfaddeln. Und das gleiche mache ich mit dem roten Draht auf der anderen Seite. Und mit den anderen zwei Senkkopfschrauben schraube ich das jetzt einfach fest und habe dadurch eine Verbindung Schraube, Draht, Schalter. Das Batterie-Minus, also das schwarze, das montiere ich da einfach bei den unteren zwei. Das löte jetzt einfach gleich an. Funktioniert wieder gleich wie vorher. Lötkolben und niederhalten. Dann schnappe ich mir die Solarzelle. Die lege ich mir jetzt einfach so hin, dass Plus und Minus da links markiert sind. An Plus löte ich das rote Kabel fest, an Minus das schwarze. Fertig. Und wenn ich mir das jetzt so da herlege, weil ich tue die dann ja hinten da so ankleben, dann habe ich es jetzt schon richtig, dass nämlich das Rote da oben und das Schwarze da unten angelötet wird. Können wir auch gleich machen. Zum Löten habe ich jetzt nicht mehr viel. Da bleibt mir jetzt eigentlich nur mehr übrig die Leuchtdiode. Auch eine beliebte Fehlerquelle. Aber wir schauen uns auf den Plan an. Auf dem Schaltplan sehe ich Symbol für die Leuchtdiode, links ist mit Plus markiert. Das kommt also da auf der Seite, wo der Schalter ist. Und wenn ich mir die Leuchtdiode anschaue, dann hat sie ein längeres Beinchen und ein kürzeres Beinchen. Das längere ist Plus. Das heißt, das schiebe ich jetzt da unten rein, durch die beiden Löcher. Man merkt es dann schon, da ist so eine Verdickung auf die Beinchen, bis daher und nicht weiter. Also ist ungefähr 1,5 mm Abstand. Und dann biege ich die einfach um und löte jetzt an die zwei da fest. Jetzt könnten wir mal einen ersten Test machen, ob das wirklich da funktioniert. Plus auf die richtige Seite. Geht. Wenn ich also die Solarzelle jetzt abdunkel, leuchtet die Leuchte, oder? Und wenn die Solarzelle Strom kriegt, wenn die Solarzelle Licht kriegt, also Strom produziert, dann wird der Akku geladen. Tadellos.